So, ich bin live. Ich hoffe, es funktioniert so mit dem neuen Ton. Ich muss immer gucken, wo ich hingucke. Ja, heute ist der erste Tag in Berlin. Ich habe es ja jetzt geübt, ein bisschen leiser reden. Ich bin mal gespannt, ob jemand von euch wach ist. Das ist ja jetzt nicht angekündigt. Und bis jetzt schaut noch keiner zu. Mal sehen, ob das überhaupt klappt, dass ich live streamen kann. Daraufhin trinke ich mal ein Stück Cola. Bevor ihr kommt, für alle die, die jetzt einschalten, weil sie es nachträglich sehen, heute war der erste. Ah, Coco ist da, hallo! Ich muss echt mal gucken, ich hab nämlich eine Gleitsichtbrille und hier unten kann ich nur sehen, deswegen mache ich immer so bescheuert so, deswegen ist so ein bisschen bei dem Licht so Dracula-mäßig. Und Olschei ist auch dabei, hallo! Sehr schön, ja, super Idee, wenn man das Mikrofon wegmacht. Warte mal. Das ist live. So, jetzt sollte es besser sein. Jetzt wollte ich die Jacke wegtun, weil es dann doch ein bisschen eng wird. Ja, also nochmal von vorne. Heute war David Nathan als allererster Schauspieler im Studio. Das war super. Und dann kam noch Marcel Kulli als zweiter Tag. Und es ist sehr, sehr spannend, weil hier in Kreuzberg ist ja ab 23 Uhr sozusagen Ausgangssperre, mehr oder weniger. Alle Geschäfte sind zu, die Straßen sind leer. So kenne ich Kreuzberg nicht. Also Kreuzberger Nächte sind kurz. Habt ihr denn irgendwelche Fragen an mich? Dann stellt sie ruhig, da würde ich mich sehr freuen. Wir sind jetzt eine kleine Gemeinschaft zu viert. Es ist ja auch schon 10 vor 12. Mein Akku auch hier ist wieder leer. Deswegen wird es keine lange Sendung heute Abend, aber eine kleine, feine. Und ich dachte mir, ich gehe heute Abend einfach mal live aus meinem Hotelzimmer zu euch, wo ihr auch immer sitzt, auf der Couch, auf dem Sofa und ihr euch entspannt. Ich muss echt mal gucken, wie laut ich reden kann, damit hier nicht die Nachbarn. Wobei, so viele sind in dem Hotel gar nicht da, weil es ist niemand aus dem Ausland hier. So viele, ich weiß, nur Deutsche. Und natürlich auch nicht sehr viele Deutsche, weil es ja ein Risikogebiet ist, in dem wir uns hier befinden. Ja. So. So, Mr. Cheating, wie liefen die Aufnahmen heute? Sehr schön. Die Aufnahmen waren großartig, weil David, das hat super viel Spaß gemacht. Es war echt toll, mit David zu starten und auch mit Marcel. Es waren beides zwei längere Termine, also von morgens von 10 bis, ich glaube, bis 18 Uhr. Nur zwei. Morgen wird ein durchgetakteter Tag. Es fängt an mit, ich glaube, ich muss mir mal einen Kalender holen. Es fängt an mit Tom Vogt, dann kommt Fang Yu und aus dem Kopf, ich muss mal kurz schauen, damit ich genau sagen kann, wer morgen kommt. Morgen im Studio ist, also Kalender. Genau, wir beginnen mit Tom Vogt um 10 Uhr. Dann kommt um 12.30 Uhr Fang Yu. Dann kommt um 14.15 Uhr Till Hagen. Und dann um 15.15 Uhr kommt Uwe Techner. Das heißt, ihr, die live sind, wisst es schon. Ihr müsst also gar nicht abwarten, welche Fotos ich morgen poste. Falls ihr noch nicht gesehen habt, auf Instagram, auf meinem Kanal, ich kann jetzt gar nichts eingeben, müsst ihr mal, falls ihr über Instagram seid, einfach at @ivaleomenger. Da poste ich immer die Story-Bilder direkt aus dem Studio, was alles so den ganzen Tag passiert. Und macht sehr, sehr viel Spaß. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Stellt mir eure Fragen. Ah, super. Tom Vogt hat eine so tolle Stimme. Perfekt für Colin Firth. Ja, finde ich auch. Also ich freue mich auch sehr. Er ist ja bei uns der Professor Magnus. Das wird sehr cool. Ich freue mich wirklich sehr, habe ich aber schon gesagt. Oh, eine längere.
Der hört wieder. Guten Abend, Iva. Wie kamt ihr denn ins Studio? Du mit Taxi, David wahrscheinlich mit dem Fahrrad, Wechselkleidung dabei gehabt. Warte, bevor es weggeht. Wechselkleidung dabei gehabt. Musst ihr vorher Mundschutz tragen. Ja. Liebe Grüße, Kai. So. Es ist so, dass ich hier, wenn ich hier morgens rausgehe, schon einen Mundschutz trage durchs Treppenhaus. Ich laufe mit Kreuzberg als einer der wenigen mit Mundschutz auch über die Straße. Es gibt vereinzelt ein paar Leute, aber ich habe jetzt auch schon in den Spätis gesehen, dass die Leute da stehen. Also auch die Verkäufer ohne. Nicht in allen. Also es gibt auch einige, die tragen es, aber ich habe auch schon Spätis erwischt, die keinen Mundschutz haben. So laufe ich ins Studio. Ich bin von mir zu Fuß 8 Minuten. Bis ins Studio. Das Studio selbst ist ja richtig groß. Und Tommy hat ja riesen Flügeltüren, die offen sind, dass da die ganze Zeit Luft ist. Wir können uns leider nicht umarmen. Wir begrüßen uns mit Füßen. Tommy hat auch Desinfektionsmittel da. Da können wir uns die ganze Zeit desinfizieren. David kam im Fahrrad, genau. Und ja, was war denn noch eine Frage? So, guten Abend. Ich glaube, es ist nur noch, ich glaube, eine Frage vor, ob ich jetzt jeden Abend live gehe. Also ich, wenn es passt und ich nicht so kaputt bin, dann gehe ich bestimmt jeden Abend live. Das wäre vielleicht ganz cool, eine ganz gute Idee. Aber ich will es jetzt nicht gleich versprechen, keine Versprechen machen. Aber ich muss ja auch noch meinen Roman schreiben. Und ich habe gemerkt, nach dem Tag heute, die Seite, das war schon ziemlich hart, noch so einen langen Tag, die Seite zu schreiben, weil ich bin es ja gewöhnt, meinen Roman morgens zu schreiben. Das geht aber nicht mit dem Studio. Das heißt, ich muss wirklich abends noch an meinem Roman schreiben. Ist eine Herausforderung. Wenn es nicht ganz geht, ich glaube, die Wochenenden sind aktuell noch frei vom Buchen, dann muss ich am Wochenende halt die Seiten alle aufholen. Also ich versuche mir da keinen Druck zu machen, weil die Hauptarbeit ist ja sozusagen im Studio und da muss ich gut vorbereitet sein. Und jetzt so Livestream mit euch macht total viel Spaß. Da habe ich auch kein Problem mit. Deswegen, es wird nicht so lang gehen, weil ich ja morgen ins Studio muss und gehen muss und fit sein sollte. Aber sobald es klappt, warum nicht? Warum gehe ich nicht abends live? So, sammelst du schon Ideen für ein neues Hörbuchprojekt nach Ghostbox? Tatsächlich noch nicht. Ich habe aber ganz aktuell einen neuen Artikel in der Zeit gelesen. Das ist leider Zeit Plus, das heißt, es kann man nur lesen, wenn man Abonnent ist. Da geht es original um Ghostbox. Das ist jetzt, welche Firmen weltweit gerade es möglich machen, dass man sein Bewusstsein auf Festplatte speichern kann, um seine Verstorbenen zu treffen, so wie es Ghostbox Memorial. Ich habe es gelesen, dachte, okay, krass, auch mal wieder irgendwie der Zeit voraus. Das war sehr unheimlich. So, warte mal gucken, was war denn noch für Fragen? Pünktlich nach meiner Schicht kommt mein Abendprogramm zum Einschlafen. Sehr schön. Ich spiele noch ein bisschen, ich summe dir noch ein bisschen Lalilu. So, gehst du jeden Abend live? Musst du vor allem Mundschutz, Fahrrad, Wechselkleidung? Die Wechselkleidung hatten wir nicht. Genau, aber nochmal zu der Frage, ob ich schon Ideen für ein neues Projekt habe. Das kommt ja irgendwie immer zu mir. Picasso hat ja gesagt, ich suche nicht, ich finde. Und das trifft es ganz gut. So, wie geht es dir nach dem ersten Tag? Das Resümee. Mir geht es verdammt gut und das ist auch erstaunlich, weil in den letzten Jahren war es immer so, dass ich danach extrem fertig war, dass ich Kopfschmerzen hatte, das komplette Programm. Und gerade jetzt in so einer Extremsituation dachte ich, wow, das könnte total auf die Stimmung schlagen. Es ist aber nicht so, sondern ich fühle mich richtig gut, ich fühle mich total gesund. Wahrscheinlich eben, weil ich die ganze Zeit Maske trage, weil ich mir, da hinten steht sogar noch, das seht ihr, das Weiße hier, das ist mein Desinfektionsfläschchen, das habe ich immer in der Hosentasche. Ich bin vorsichtig und dann läuft es ganz gut. Und ja, weil halt so zwei tolle Schauspieler heute im Studio waren, hat es besonders viel Spaß gemacht. So, was fragt denn Mr. Cheeling? Wird Ghostbox eigentlich auf CD erscheinen? Für Sammler, so wie Monster auch? Ich glaube, nein. Also, weil CDs sich einfach so nicht verkaufen. Und Monster war so ein Sonderfall, bei dem man ja schon gesehen hat, inwieweit da Interesse dran besteht, weitere CDs zu machen. Weil es wurde die erste Staffel gemacht und dann wollte Löbe keine weitere Staffel mehr rausbringen. Und erst nach langen Diskussionen hin und her und die beiden haben sich dann geeinigt,
habe ich dann auch gesagt, mach doch bitte alle drei Staffeln fertig. Aber das Problem ist halt immer 10 CDs. Das ist für sie nicht mehr so lukrativ, dass man es auf CD machen kann. Ich kann das natürlich verstehen, zum Sammeln ist das toll, aber Audible ist es letztendlich natürlich verständlich egal, weil die machen ja ein Audible exklusiv wie eine Netflix-Serie, die auch exklusiv nur bei Netflix läuft oder eine Amazon Prime-Serie oder das heißt, es muss ja jemand dann die Rechte einkaufen und deswegen glaube ich nicht, dass es das auf CD erscheinen wird. Das ist lustig. Mir ist es eigentlich sogar ziemlich egal. Also, schade, verständlich. Cool, dass du für die Monster-Days gekämpft hast. Ja, das war tatsächlich ein kleiner Kampf. Weil ich dachte, wenigstens können sie dann wenigstens alle drei Staffeln, dass Lübbe die drei Staffeln rausbringt und nicht nach der ersten Staffel sagt, oh, wir machen es doch nicht weiter, weil das finde ich total bescheuert. Deswegen sage ich bei Ghostbox jetzt auch, dann bringt dann lieber gar keine CD raus, aber nicht nur die erste Staffel und dann war es das. Das waren dann noch für Fragen. Guck, jetzt habe ich gesagt, ich bin gesund und schon ist meine Stimme weg. So, gibst du eigentlich bei jedem Take eine Regieanweisung oder lässt du Davids Fall auch einfach mal laufen? Das hat nicht mal was mit Davids Fall zu tun, sondern wie gehen die Szene eigentlich durch? Er liest sie durch und wenn ein Take anders sein sollte, der hat ja nicht dann wirklich was mit dem Spiel zu tun, sondern eigentlich mit der Anlage der Figur oder mit dem, wenn ein Bruch kommt oder wie eine andere Figur darauf reagieren soll. Das kann man so genau gar nicht erklären. Aber ich gehe nicht bei jedem Take und wir machen nicht Take für Take durch, sondern es ist dann schon das Gesamte. Und bei so einfach so krassen Profis, bei David, da läuft es einfach so. Dann ist es eigentlich eher eine Diskussion über die Figur, die Haltung der Figur. So, was haben wir hier? Sehr gut, Safety First. Meine Cousine wohnt in Kreuzberg, hat mir von der Lage in Berlin hautnah berichtet. Ja, es ist ein bisschen verrückt. Also wenn ich da hier auf der Straße sehe, sehe ich Sachen, da denke ich, es ist kein Wunder, dass in Kreuzberg und in Neukölln, warum es da so viel ist. Ich kann es nicht richtig verstehen. Sandra ist auch da. Hallo Sandra, sehr schön. So, habe ich noch eine Frage übersehen? Ich glaube nicht. Genau, bis jetzt habe ich, glaube ich, alle eure Fragen beantwortet. Wie lange laufen denn 12:38? Das ist total krass, auf so einem kleinen Monitor. Ich sehe immer das, was Neues kommt. Und dann muss ich immer so wie so ein alter Mann so gucken. So, da war dann eine neue Frage. Der Falk. Guten Morgen, Falk. Guten Morgen, stimmt. 12 Uhr nachts. Ich dürfte jetzt eigentlich nichts mehr Süßes essen, wegen den Kremlins. Ungewohnte Ups. Auch schön. Ja. Ich sitze hier und starre rein. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man noch nicht mal in der eigenen Umgebung von zu Hause ist, sondern hier in seinem Hotel. Aber nicht alleine. So, ungewohntes Setting wollte ich schreiben. Ja, jetzt fehlen die blauen, roten Lichter hinten, ne? Das ist so gerade das bisschen Licht, das hier ist. Moja, ha hallo Moja. Ja, das ist, so sieht's aus. Fernseher, der ist eigentlich nie an. Mein Bett, ich kann mal rumlaufen, ich weiß gar nicht, ob es geht. Was gibt's eigentlich ein besseres Licht? Ich habe keine Ahnung. Mein Blick, mein dunkles Bad. Von hier ist es eigentlich schon hier besser. Nicht wirklich. Außerdem weiß ich gar nicht, wo ich mich hinsetzen soll. So, eine neue Frage. Ich habe gedacht, ich setze mich mal ins Licht, das kommt dann vielleicht ein bisschen besser. Mal gucken, was die Frage war. Was mir von dir gefallen würde, wäre eine Hörspielvariante vom Film Die Goonies. Ja, ich liebe die Goonies auch, aber der Film ist so gut, da braucht man kein Hörspiel. Da machst du im Notfall am besten einfach die Augen zu, dann nimmst du einfach nur die Audiospur von Goonies und dann hast du ein tolles Hörspiel. Habt ihr euch mal allgemein über den Lockdown unterhalten? Wie hat das das Studio von Tommy beeinflusst oder die anderen Schauspieler? Ja, also das ist natürlich, Lockdown ist die ganze Zeit Gespräch. Gar keine Frage. Also
Es ist lustigerweise unterhalten es gar nicht beruflich über den Lockdown, weil jedes Tonstudio in Berlin oder deutschlandweit ja dann auf die Hygienevorschriften achtet und guckt, dass das irgendwie gut läuft, durchgetimt. Das ist ja so Sachen, leider können so Sachen wie jetzt ein Menge-Masse-Tag, wie den wir letztes Jahr gemacht haben, natürlich nicht stattfinden, weil immer nur jeder einzeln ins Studio darf. Und wir darauf achten und Tommy auch, dass immer nur ein Schauspieler da ist, dass wenn sie sich begegnen, dann draußen im großen Vorraum, der sowieso belüftet ist durch die großen Flügeltüren, aber im Studio selbst. Und deswegen geht es mit Menge Masse diesmal leider nicht. Das ist sehr schade. Und natürlich hoffentlich dann nächstes Jahr wieder. So, warte mal. Der Lars ist da. Hallo Lars. Moinsen zusammen. Ist doch noch gar nicht Donnerstag. Iwa im Risiko. Oh, ja, genau. Direkt live aus dem Krisengebiet. So. Bald erscheint ja auch The Sandman als Hörspiel. Bist du da involviert bei der Produktion? Du weißt ja sehr Bescheid. Ja, Tommy produziert ja den Sandman. Deswegen weiß ich, dass er da die ganze Zeit aufgenommen hat noch und ist irgendwie auch noch, glaube ich, dabei beim Sandman. So. Und ihr seht euch übereinander. Das ist schön. Es ist schade, dass eure Fragen nicht reinschieben kann, aber das ist jetzt live über das iPhone, was wir, wie gesagt, beim letzten Mal zusammen geübt haben. Und ach, jetzt teste ich noch was, ob das funktioniert. Ah, immer testen, testen. So, YouTube. Mal den Ton aus. Live aus Berlin. Ach, wie praktisch. Ich bin immer auf dem Laufenden, Mr. Genie. Das ist ja schön. Seht mal, ich kann eure Fragen hier in groß sehen. Das gefällt mir gut. Wartet mal. Das ist perfekt. Das gefällt mir. Dann muss ich nicht immer da hinten hingucken. So. Das finde ich schön. Das sehe ich jetzt wirklich. Also entschuldigt bitte, dass ich immer hier reingucken muss. Hier wird schon irgendwelche Türen geschlagen. Muss ein bisschen leise reden. So. Aber das funktioniert. Dann kann ich immer hier gucken, welche Fragen ich habe. So. Du meinst 30 Minuten. So. Dünne Wände. Ja, Falke sind sehr dünne Wände. Ich muss leise reden. Ich hoffe, deswegen habe ich mir das Richtmikrofon noch gekauft. Ich habe ja eigentlich das Sennheiser noch gehabt und so und dachte mir, ich muss eine Möglichkeit finden. Wenn ich das leise rede, weiß ich gar nicht, ob ihr mich hört. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen einen Knopf höher. Jetzt hoffe ich, dass ich ein bisschen leise reden kann. Sehr spannend. Wenn ich aus dem Fenster gucke, hier ist auch echt Fenster zum Hof. Bist gut zu verstehen. Das ist schön. Also auch wenn man gedeckt redet. Und traditionell, natürlich auch hier in Berlin, muss ich Coxio trinken. So, ihr versteht mich gut, das ist schön. Das finde ich sehr gut. Also hier unten, wo ich jetzt hinschaue, da sehe ich jetzt eure Fragen, dann muss ich nicht immer so blöd so gucken. Dann müsste ich mir noch so eine Lichtquelle von unten machen, dann könnte ich auch so eure Fragen machen. Aber warte mal. Ne? Das nicht. Ach, hat die gar keine Taschenlampe. Ja. Das iPad hat gar keine Taschenlampe, jetzt wollte ich mich von unten anleuchten. Nun gut, dann halt nicht. Dann machen wir es halt traditionell so. So. Mr. Chili, machst du wieder einen Vlog von den Aufnahmen im Studio und stellst ihn irgendwann auf YouTube? Ich habe so ein bisschen angefangen zu filmen, aber ich finde es spannender tatsächlich einfach live zu gehen, weil den Vlog zu schneiden und so macht mir total viel Spaß, aber kostet einfach noch mal viel mehr Zeit. Und deswegen dachte ich mir, dann gehe ich lieber live und kann so ein paar Sachen erzählen. Und dann schaue ich mal, was es gibt. Oh, jetzt kam eine große Nachricht rein und zwar von Moja. Oder ein Hörspiel im Stil von Stranger Things. Für mich war das eine Mischung aus Essen, Goonies irgendwie.
Bei Monster ging es mir auch so. Wir hören jedes alle Teile öfter. Das freut mich. Ich wollte gerade sagen, dann musst du dir eigentlich Monster 83 anhören. Das ist gut. So. Hörbuch, Hörspiel. Das ist, glaube ich, etwas privat. Wie schaffst du den Spagat zwischen Arbeit, Fanservice, Stream und deiner Familie? Nun ja, also jetzt hier bin ich ja sowieso für einen Monat von meiner Familie entfernt, was schon wirklich traurig ist, weil sonst war das so, dass ich innerhalb nach 2 Wochen nochmal an einem Wochenende runterfahren konnte, wenigstens für ein Wochenende, dann waren es nur 2 Wochen. Jetzt durch Corona, ich will ja nicht in Quarantäne, bleibe ich halt komplett einen Monat hier. Aber es ist halt nur einmal im Jahr, sonst bin ich halt das ganze Jahr zu Hause. Und ansonsten, ja, arbeite ich ja von zu Hause aus, läuft es eigentlich ganz gut. Und mit die Fragen mit Streamen und machen, das macht mir einfach Spaß. Ich glaube, ich sehe es ja nicht als Pflicht an und sondern einfach, was mir Freude macht, weil wir so Kontakt zueinander aufbauen können. Und das Gleiche ist auch im Studio, weil es ist ja auch wie eine Art kleines Tagebuch. Also wenn ich jetzt bei Instagram die Stories mache, da habe ich jetzt auch ein Highlight unten angelegt, Ghostbox 3. Das ist für mich ja dann auch schön, einfach mal reinzugucken und zu wissen, ach, genau so war das. Und das sehe ich nicht als Arbeit. Arbeit ist für mich dann eher manchmal dann so, wenn ich dann was poste und weiterarbeite und dann abends zu Hause im Hotel bin und dann die Nachrichten sehe und irgendwie 67 Nachrichten habe, das ist dann schon schwer, weil ich natürlich schon mir eine Nachricht angucken möchte oder kurz anklicken. Das ist dann viel Arbeit. Und wenn ich das mache, dann kommt sofort wieder eine Nachricht. Also es geht ja nicht nur um den Output. Deswegen finde ich das live so schön, weil wenn hier eine Frage gestellt wird, dann kann ich sie gleich live beantworten. Das macht die Sache einfach, weil dann weiß ich, okay, das war unser Live-Auftritt jetzt. Wir konnten gemeinsam uns unterhalten. Und dann ist gut, dann lege ich mich schlafen. So, was haben wir denn noch hier? So. Schulzi fragt, gehst du jeden Abend online? Also ich, wie gesagt, ich will mal schauen, ob ich das schaffe, wie ich dann fertig bin. Ich will ja, muss ja nach dem Studium noch meinen Roman schreiben und dann gucke ich, wie ich mich fühle. Ich will jetzt noch nichts versprechen, aber ich werde auf jeden Fall öfter als nur donnerstags live gehen. Das kann man schon mal sagen. So. Ivan Einzelhaft, wir hauen dich da raus. So. Wie hat dir der Film Die neuen Pforten gefallen? Weißt du vielleicht, warum David hier nicht die Stimme von Johnny Depp war? Das ist eine gute Frage. Warum er da die Stimme nicht war, weiß ich gar nicht. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Das ist ja von nicht sagen, nicht sagen. Ich gucke auch nicht. Mag ich nämlich sehr, sehr gern. Von Rosemary's Baby. Da merkt man, dass es spät ist. Roman Polanski. Das ist ja Roman Polanski, Neuen Pforten. Und ich weiß, ich habe den damals gesehen, ich glaube zweimal. Ich fand den ganzen Anfang super mit den Büchern. Und dann hinten raus war er mir ein bisschen so abgedreht. Das war wie auch im Auftrag des Teufels. Devil's Advocate mit Keanu Reeves. Da war das auch so, dass hinten ein bisschen abgedreht ist. Aber sonst fand ich, glaube ich, ganz gut. Warum aber David nicht synchronisiert hat, das kann ich leider nicht sagen. So. Das ist der Vorteil. Wenn du spät abends live gehst, ist deine Familie schon, sowieso schon im Bett. Ja, in diesem Fall jetzt, meine Familie ist jetzt schon im Bett. aber ist ja auch egal, weil ich bin ja alleine hier. So. Danke übrigens nochmal für die vielen Interviews, die du während des Lockdowns gestreamt hast. War eine super Sache. Damals noch in ungewohnt ungewissen Zeit. Ja, aber auch das wäre, da werde ich auch wieder Gäste haben für den Donnerstag-Talk. Das war nur jetzt in den letzten Wochen so viel, dass ich gar keine Zeit hatte, mich noch um Gäste zu kümmern oder mich darauf vorzubereiten. Deswegen bin ich dann live gegangen und wir mit unserem Romanprojekt oder mit Thomas. Aber auch das wird sich mit Gästen auch wieder füllen. Keine Sorge. So. Vielen Dank und dir eine gute Nacht. Mir ist die Frage wieder eingefallen vom Donnerstag. Ah ja, dann stell mal eine Frage vom Donnerstag. Achso, irgendwo eine Frage. Gibt es schon Pläne für eine 4. Staffel Ghostbox oder eher ein neues Projekt? Fragt Hendrik. Also, das kann ich schon mal sagen. Das wird die 3. Staffel jetzt ist die finale Staffel. Dann ist Ghostbox abgeschlossen.
Alle sind tot. Und zwar, jetzt habe ich es ja gespoilert. Nein, es ist auf jeden Fall die finale Staffel. Und ich hatte es mir immer offen gehalten. Ich habe ja immer gedacht, mache ich vielleicht 8 Staffeln Ghostbox und Ghostbox und Audible war ja auch super, super nett und vertrauensvoll. Ja, wenn du es machen kannst. Und ich habe halt gesagt, ich möchte gerne einfach schreiben und beim Schreibprozess entscheiden können, sind es 4 oder 5 oder 3 Staffeln. Und beim Schreiben habe ich dann gemerkt, nee, es müssen 3 sein. Und es sind ja bei mir immer lustigerweise 3 Staffeln: 3 Staffeln Darkside Park, 3 Staffeln Portable, 3 Staffeln Monster. Die Zahl 3 ist da in dem Fall bei mir immer sehr gut, weil ich da wahrscheinlich so getaktet bin mit erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Und es ist bei Ghostbox nicht anders. Die erste Staffel war eher so der Opener, der erste Akt, um zu gucken, wie entsteht denn alles, wie ist alles entstanden. Die zweite ist sozusagen die Action, das heißt, es wird alles größer, und die dritte ist der Showdown. Ja, so kann man das gut sehen. So. Dann freue ich mich auf die neuen Interviews. Ja, das kannst du machen. So. Zufällig gerade gesehen, weil ich ja auch ein Abo habe. Achso. 3 Staffeln, gute Länge. Menschen mögen Trilogien. Das stimmt. Ja. Hier hängt. Ich hoffe, ich bin noch zu sehen, ja. Hier hängt lustigerweise mein Bild. So. Kannst du dich noch an die Arbeit mit der Ferienbahn erinnern? Seit gestern ist mein erster Podcast online. Meine Arbeit mit der Ferienbande, das war ja nur ein freundschaftlicher Spaß, weil ich ja selbst ich bin kein Schauspieler und ich spreche nicht und alle ernst gemeinten Anfragen lehne ich dankend ab. Aber wenn es um was Spaßiges geht, wenn Freunde mich fragen und so, dann mache ich das. Aber ich sage immer vorher, ich bin kein Schauspieler und ich bin nicht gut. Aber es geht dann eher darum zu sagen, wir fänden es einfach toll, wenn du dabei bist. Deswegen mache ich dann mit. Genau. Und da habe ich nur den Text zugeschickt bekommen. Da hieß es, könntest du das mal bitte den Satz sagen? So. Jochen Brockmann. Hallo Jochen. Guten Abend. Liebe Grüße aus Lübeck. Dann bist du ja an deinem Geburtstag allein. Bietest du auch einen Online-Geburtstag? Ja, es ist tatsächlich, du bist gut informiert. Mein Geburtstag ist ja wieder an einem Sonntag und ich dachte, ich bin tatsächlich hier alleine. Aber das ist jetzt so, dass ich am Sonntag sogar im Studio bin an meinem Geburtstag, was tatsächlich ganz cool ist. Es ist, glaube ich, lass mich überlegen, an meinem Geburtstag ist da Patrick Roach. Wer Patrick Roach nicht kennen sollte, wer von euch Game of Thrones kennt, der weiß, wer Jon Snow ist. Jon Snow? Bin ich jetzt Jon Snow, oder? Jetzt komme ich auch durcheinander. Mr. Snow. Mir fällt der Name gerade, weil durch das Patrick Roach, Jon Snow, ich habe alle 8 Staffeln geguckt und jetzt habe ich echt vergessen, ob der. Heißt der wirklich Jon Snow? Schreibt mal rein, ob er Jon Snow heißt. Mit ihm zusammen feiere ich meinen Geburtstag im Atelier und natürlich mit Tommy. So, Darkside Park und Portable gibt es ja komplett bei Spotify. Gibt es Ghostbox irgendwann auch zu streamen? Nein, definitiv nicht, weil es ist ja ein Audible Original. Das heißt, wie Monster und Ghostbox ist es eine Audible-Produktion, die das komplett bezahlen. Deswegen ist es natürlich klar, dass sie möchten, dass das exklusiv auf ihrer Plattform läuft. Darkside Park and Portable habe ich ja an Universal verkauft, das heißt, das ist ja ein Label und die können das überall streamen. Da ist es eher umgekehrt, dass ich halt eigentlich gern hätte, dass Universal Portable und Darkside Park auch zu Audible mit reinbringen könnte, weil ich immer viele Zuschriften bekomme von Leuten, die bei Audible sind und sagen, wieso gibt es das da nicht mehr? Weil ich damals, wie ich es noch selbst produziert habe und mir die Serie sozusagen noch gehört hat, ich ja bei Audible damit war und man hat ja alle 3 Staffeln für ein Abo-Guthaben bekommen. Das war natürlich schon nicht schlecht. So. Genau. Gaspodo sagt, es ist ein Audible Exclusive. Genau, ein Audible Original. Jon Snow, ja, danke schön. Also genau, war ich doch richtig, Jon Snow. Also mit Jon Snow zusammen, Patrick Roach, Patty Roach, feiere ich meinen Geburtstag. Boah, noch eine Waage. Ich kenne so viele Wagen. Der Tobias Geburtstag ist schlimmer als Weihnachten. Das stimmt, ich bin aber Skorpion.
Ich habe am 25. Oktober Geburtstag und das ist noch die erste Dekade. Ich glaube, Oktober Skorpion beginnt am 24. und ich habe am 25. Oktober Geburtstag. Ich bin ein Skorpion. So. Sehr schön. Oh, da kommt schon was Neues rein. Sah zumindest so aus. Oder nee, ich habe hier irgendeine Frage von euch. Schöne Grüße aus der Nachtschicht von Münze Nummer 1. Ein Münzsammler. Schöne Grüße zurück. So. Hast du nicht gerade gesagt, du hättest nicht nächsten Sonntag Geburtstag? Ich weiß nicht, ob ich nächsten Sonntag gesagt, kann sein, der späten Stunde. Das ist dann, glaube ich, übernächsten Sonntag. Also, wie gesagt, am 25. Oktober. Ich weiß nicht mal, ob es übernächsten Sonntag ist. Es ist am 25. Oktober. So. Gut, dann keine Waage. Nee, ich bin keine Waage. So. Seid ihr jetzt eigentlich, wie ist das eigentlich? Wie seid ihr jetzt drauf gekommen? Das würde mich interessieren. Seid ihr informiert worden per E-Mail von YouTube oder habt ihr es einfach in eurem auf der Startseite von euren Abos gesehen? Das würde mich auch mal interessieren, wie ihr feststellt, dass ich live gehe, weil ich es ja jetzt nicht angekündigt habe, sondern spontan war. Das war interessant. So, Startseite, über die Startseite, okay. Monster 83 gibt es aber auch bei iTunes. Ja, das sollte sein. Ich glaube, sogar Ghostbook gibt es auch bei iTunes. Das hat damit was zu tun, weil Apple und Audible vor Jahren diesen Deal hatten, dass die Hörbücher auch bei iTunes zu kaufen sind. Und diesen Vertrag haben die noch. Deswegen gibt es das da noch. Und ich glaube, nee, bei Amazon kann man es nicht kaufen. Es ist ja so, dass man muss ja auch kein Audible-Abo haben, sondern man kann es ja auch einfach so bei Audible kaufen. Und ich finde die App, also es ist jetzt nicht nur, weil es mein Arbeitgeber ist, aber ich finde die Audible-App perfekt, weil es echt so cool ist, weil es auf jedem, ob es auf dem iPad, auf dem iPhone ist, ich stecke mir das ans Auto, dann kann ich hören oder wenn ich durch den Wald laufe und er merkt sich, wo ich aufgehört habe, finde ich schon super. Oh, jetzt kommen viele Fragen. So. War es schwierig für dich, die Rechte von Darkside Park in Portugal zu verkaufen? Oh, das ist ja schon ein bisschen länger her, aber es war nicht. Schwierig ist es nicht. Also, es war. Du meinst jetzt, ob es emotional schwierig war? Ja, das war. Da habe ich natürlich schon lange überlegt, weil das so komplett herzugeben. Das war halt in der Phase, wo ich gemerkt habe, es kommt. Durch diese Umstellung mit dem Abo und es kam nicht mehr so viel Geld rein bei mir, dass ich meine Autoren und meine Schauspieler anständig bezahlen konnte, dass ich gesagt habe, ich kann keine Hörbücher mehr in dem Stil produzieren. Weil ich war ja auch ein kleines Label wie viele andere auch und Falk ist ja auch dabei, der wird genau verstehen, was ich meine. Mit Hörspiel, Hörbuch Geld zu verdienen, ist verdammt, verdammt schwierig, weil es einfach eine Nische ist. Und Hörspiel ist nochmal eine Nische von Hörbuch. Und das können dann wirklich echt nur diese großen Major-Labels, die einfach wie ein Buchverlag viele haben. Und selbst da ist Hörbuchmarkt war immer so 10% des Buchmarktes. Und Hörspiel ist nochmal 10% des Hörbuchmarktes. Das ändert sich jetzt alles durch Podcasts. Es geht Gott sei Dank alles wieder bergauf. Es gibt immer so Phasen, auch wie die drei Fragezeichen erfolgreich waren. Dann haben auch alle anderen profitiert. Dann ging es wieder ein bisschen runter. Jetzt geht alles wieder ein bisschen hoch. So eine Berg- und Talfahrt. Aber durch so Player wie Spotify wird es halt auch immer schwieriger. Da kannst du es dir zwar anhören, aber es kommt nicht so viel rum. Auch da ändert sich das jetzt auch durch das Premium-Angebot. Alles sehr faktisch. Auf jeden Fall ist es, unterm Strich bleibt es immer noch schwierig, mit Hörspielen, Hörbüchern Geld zu verdienen, wenn man es selbst macht. Ja, das kann man schon so sagen. So. Mein YouTube ist auch online, sag mal, dass du live bist. Alles schön. Mittag auf dem iPhone. Ah, ist sehr, sehr spannend. So. Du sitzt in der Nachtschicht und wurde über YouTube angezeigt. Ah ja, am Hotspot dran. Verstehe, cool. So, die Audible-App ist fast perfekt. Perfekt wäre sie, wenn man die Merkliste einsehen könnte. Die Merkliste einsehen könnte. Kann man das nicht? Kann man das nur, die Merkliste nur am Laptop oder am Rechner setzen, ne? Ich glaube ja.
Aber ich habe auch noch nie Hörbücher mir gekauft über die App direkt. Ich glaube, das darf man nicht wegen Apple. Ich glaube, das ist jetzt das gleiche wie mit Kindle. Du kannst ja auch Kindle, über die Kindle-App, glaube ich, keine Bücher kaufen. Über die Kindle selbst wieder ja, aber nicht über die Kindle-App, weil iTunes ja immer oder Apple so starke Richtlinien hat, dass du diese In-App-Käufe, was bei ihnen läuft, frag mich nicht genau. Aber ich glaube, das hängt bestimmt damit zusammen und wahrscheinlich hängt es auch mit der Merkel zusammen. Ich weiß nicht genau. So. Ivy folgt mir dank Iva jetzt bei Insta. Das ist schön. So, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Monster auch auf Englisch produziert wurde? Das ist eine gute Frage. Das war eigentlich ganz am Anfang, wie ich die Idee zu Monster gepitcht habe an drei verschiedene Labels. Hat Audible den Vorschlag gemacht, zu sagen, sie würden es auch für den amerikanischen Markt übersetzen. Und das war natürlich, wo ich sagte, wow. Und dann hatten wir aber leider kein, also Audible Deutschland und ich und Tommy, wir hatten leider keinen Einfluss auf die englische Produktion und haben es dann einfach nur gehört. Und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Leider. Weil es echt ganz sch schlecht gemacht ist. Obwohl sie unsere IT-Bänder bekommen haben. Das heißt also, alle Tonspuren, die Musikspuren, alles genauso. Und die deutsche Spur auch. Dass sie halt, die hätten sie einfach nur austauschen müssen. Das heißt einfach nur, aber da hat sich keiner irgendwelche Gedanken gemacht. Es hat mir aber gezeigt, dass im Hörspielmarkt und so, dass Deutschland einfach ja, weltweit da schon die Nummer eins ist, weil wir die so. Macht es keiner. Keiner produziert so wie wir in Deutschland. Und deswegen haben die auch kein Gefühl dafür. Also wenn du dir anguckst, wie amerikanische Animationsfilme gemacht werden, da ist es ja teilweise so, dass die Schauspieler erst sprechen und dann werden die Animationsfiguren drauf gemacht, weil dieses Dubbing, was wir mit Synchron kennen, die im großen Stil gar nicht. Und dementsprechend können die natürlich auch Serien, die aus Deutschland überadaptiert werden ins Englische. Das war leider das Grauen. So. Gott, jetzt wird es ja richtig viel. So. Falk, ich kann es bestätigen mit den kleinen Labels und Geld verdienen. Ja, genau. Das hatte ich auch so. So. Patrick, kannst du was bitte von deinem heutigen Tag erzählen? Ja, das habe ich vorhin schon gemacht. Dann kannst du einfach nach der Sendung ganz am Anfang spulen und dir da nochmal anhören. So. Man darf sie heute wahrscheinlich am besten nicht mehr Hörspiele nennen, sondern Podcast-Fiction. Wahrscheinlich ja. Das ist tatsächlich ein bisschen so ein kleiner Fluch, wo man sagt, wir machen jahrelang Hörspiele und plötzlich kommen die Labels, die großen Labels sagen, wir müssen unbedingt auch einen Podcast machen. Und dann unterhältst du dich und dann merkst du, es ist einfach Hörspiel und du sagst, warum nennst du den Hörspiel jetzt Podcast? Weil jetzt alle von Podcast reden, das ist ein Hörspiel. Ich weiß genau, was du meinst, Falk. Ja. Aber so ist es. So. Wir haben ja Hörspiele immer nur gratis gemacht von der Neuvertonung. Ich glaube, ich hätte überhaupt keinen Bock, mit Hörspielen Geld verdienen zu müssen. Ja, das ist ja noch nicht mal müssen, weil die Branche ist wirklich, oder die, ja, die Szene, die Hörspielszene ist wirklich relativ klein. Also wenn du jetzt drei Fragezeichen siehst, die ist natürlich riesig, aber da die große Masse interessiert sich auch nur für drei Fragezeichen und nicht, was rechts und links ist. Und alles andere ist überschaubar, da kennt man sich ja fast schon. Und deswegen ist es wirklich schwierig, damit sein Geld zu verdienen, weil es auch einfach so teuer ist. Es ist ja teurer, als ein Buch zu drucken, Hörspiel zu machen. Da kannst du echt, Bücher ist ja dann, wo alle sagen, oh ja, die armen kleinen Buchverlage, Bücher zu machen, ist dann echt noch günstiger als Hörspiele. So, wird Ghostbox auch auf Englisch erscheinen? Würde ich super gerne machen und am besten hier mit Tommy eigentlich auch in Berlin, aber da gibt es leider keine Pläne. Aber das fände ich natürlich auch mega. Wenn du über die App Hörbücher kaufen könntest, würde Apple an jedem Hörbuch einen Anteil verdienen. Ja, genau, das ist genau dieses Problem mit diesen In-App-Käufen, deswegen machen sie das nicht. So. Wie lange bist du denn schon online? Ich bin jetzt schon online. 40 Minuten bin ich schon online. Ich bin gespannt, was mit dem Markt passiert, sobald die drei Fragezeichen Hörspiele aufhören. Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob der Drei-Fragezeichen-Markt wirklich auf den Hörspielmarkt Einfluss hat. Ich glaube nämlich mal, nein. Ich weiß nicht, wie das Falk sieht, aber ich glaube, das ist so ein eigener Markt. Weil wenn du Leute triffst und sagst, hörst du Hörspiele, sagen, nee, ich höre keine Drei-Fragezeichen. Ja, es gibt ja noch ein bisschen mehr. Oder sie sagen, ja, ich höre die Drei-Fragezeichen. Kennst du was anderes? Nee. Deswegen, die Drei-Fragezeichen sind so ein eigenes Universum. Die
kann man fast, die laufen, sind zwar auch Hörspiele, aber für mich laufen die nicht unter den Hörspielen. Es gibt so viele tolle Hörspiellabels da draußen, ob klein oder groß. Und die, die sich für Hörspiele interessieren, außerhalb der drei Fragezeichen, kennen das auch alles. Und es gibt ja auch tolle große Fangemeinden, tolle Webseiten, tolle Hörspielforen da draußen, die wirklich was dafür das Hörspiel tun. Und es gab die Hör mich, da gibt es ja eine Menge. Aber ich habe schon, ich hätte ein Corona-Warnzeichen, das ist aber ein Logo von dir, Falk. Aber ganz klein sieht es aus wie eine Corona-Warn-App. Ich glaube auch, die drei Fragezeichen sind außer Konkurrenz. Das ist viel Nostalgie bei. Das glaube ich auch, das ist pure Nostalgie für mich. Das ist einfach das Gefühl zum Einschlafen. Du willst die Stimmen, du willst dieses Gefühl haben. Auch wenn es die neue Musik ist. Das ist Nostalgie, sehe ich ganz genauso. Das ist was ganz anderes. Ja. Hast du nette Zimmernachbarn? Ja, das weiß ich noch nicht. Deswegen rede ich ja so leise. Ich möchte sie eigentlich nicht kennenlernen. Habe immerhin festgestellt, dass der eine oder andere nun ein Hörspiel oder Streaming-Anbieter konsumiert, der vorher noch nie mit dem Medium berührt kommst. Das glaube ich, das ist auch das, warum mich das bei Audible so toll fand, wie sie das angefangen haben, weil sie ja wirklich der Marktführer sind im Hörbuchmarkt. Und wie sie dann gesagt haben, wir machen exklusive Hörspielserien, war das natürlich toll, weil du hast sonst Hörbuchhörer normalerweise gehört, die gesagt, nee, Hörspiel, ich mag nur Hörbuch. Und da es dann plötzlich auf dieser großen Plattform beworben und angeboten wurde, glaube ich, dass auch Audible sehr fürs Hörspiel insgesamt viel getan hat, weil sie einfach viele Leute erreicht haben, die sonst sich noch nicht mal wussten, dass es Hörspiel für Erwachsene gibt und plötzlich so Sachen wie Blackout oder Sebastian Fitzek Hörspiel hören. Und das Einzige, was sie vorher vielleicht noch kannten, war Frank Schätzing vor 800 Jahren und aber nicht mehr wussten, dass es noch neue Sachen gibt. Und so war das, glaube ich, glaub für alle Beteiligten gut, weil natürlich auch kleine Labels auch bei Audible reingehen können und sie jetzt eine eigene Abteilung Hörspiele haben. Ich weiß natürlich nicht genau, es ist nur meine eigene Einschätzung. So. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der die drei Fragezeichen noch nie zum Einschlafen gehört hat. Ich habe zu früher viel zum Einschlafen gehört. Jetzt kann ich es nicht, jetzt kann es leider nicht, auch nicht mehr hören. Ich muss immer Film gucken zum Einschlafen oder Buch lesen. So, zu den drei Fragezeichen, den Auswirkungen auf den Markt glaube ich auch nicht. Ich habe zwar dadurch Hörspielmarkt mit Anfang 20 wiederentdeckt, aber mittlerweile bin ich Fan von vielen Serien. Ja, ich glaube auch. Also, das ist auch normal, Goku, wenn man da reinkommt und sich dafür interessiert und dann plötzlich eine Sache feststellt, es muss nur ein Hörspiel sein von irgendeinem Label, und man merkt, oh, das ist toll, dann guckt man sich auch die anderen an. Ich würde mich interessieren, wie viele Verkäufe die drei Fragezeichen auf CD hatten, bevor es Streaming gab. Jetzt haben die Hörspiele auf Spotify im Schnitt 500.000 Hörer. Naja, du kannst dir vorstellen, so ungefähr jede drei Fragezeichen CD verkauft sich im Schnitt, hat sich so vor ein paar Jahren ja, schon so 100.000 Mal verkauft. Also das ist so schon, was du so ungefähr mit rechnen kannst im CD-Markt. Das hat sich natürlich jetzt verändert, weil der CD, du hast natürlich auch noch die Sammler, die alles kaufen, weil sie die Serien haben wollen. Vielleicht hat das ein bisschen nachgelassen. Oh, Batterie fast leer. Stromsparmodus mache ich jetzt nicht. Ich mache auf Schließen und werde gleich zum Ende kommen. Ich muss nämlich auch gleich schlafen gehen, 12:30. So. Jetzt kann ich den. So. Welchen Labels hast du die Idee zum Monster noch angeboten? Mr. Cheeling, das war Audible, Lübbe und Universal. Das waren die drei. So, Hörspielkanal. Hast du eigentlich auch mal Lust, ein Trash-Hörspiel zu machen mit bekannten Stimmen im Stil eines Helge Schneider-Films? Das ist lustig, dass du das sagst. Das schwebt mir tatsächlich schon ganz, ganz lange vor. Ich wollte tatsächlich mal so ein 1-Stunden-Grusel-Hörspiel machen. Top besetzt. Ganz schlechten Dialogen und ganz schlecht gespielt und ganz schlechter Musik. Das hatte ich tatsächlich vor. Lustig, dass du das sagst. Ich habe noch nie die Zeit gefunden, das mal zu schreiben. Das ist nämlich nicht so leicht, wenn man versucht, so schlecht zu schreiben. Aber habe ich echt überlegt, vielleicht mache ich mal so ein Kurzhörspiel, so 15 Minuten. Ja. So, Mut zur Lücke.
Es ist nicht einfach schlechte Musik zu schreiben. Genau, es ist gekauft. Turbo Tod, wenn ich das Trash-Hörspiel mache. Gut. Ihr Lieben, wir sind jetzt spontan 45 Minuten live. Es hat sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. War cool. Ich werde mich jetzt gleich zudecken. Versuche wahrscheinlich noch irgendeine Serie gucken, um dabei einzuschlafen. Darf nicht vergessen, meinen Wecker jetzt zu stellen, damit ich morgen fit im Tonstudio bin, wenn Tom Vogt kommt. So, schlaf gut, sehr schön. Dann in diesem Sinne, euch allen eine gute Nacht. Es war sehr schön. Bis ganz bald. Tschüss.